Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind heute in Frankfurt am Main. Ich gebe heute eine meiner Uhren ab. Ich sage euch natürlich nicht welche, aber wir nutzen die Gunst der Stunde und schauen uns einfach bei dem Uhrenhändler noch ein paar Uhren an. Einfach mal schauen, was es so gibt. Ich habe auf der Webseite schon gesehen, es gibt ein paar besondere Modelle, die man so nicht häufig sieht. Und deswegen lasst uns keine Zeit verlieren und direkt reingehen. Wir sind hier in Frankfurt gerade. Einmal hier zeigen, bitte, lieber Kameramann, in der Fressgasse. Wunderbar. Und wir gehen jetzt. Und wir gehen dann einfach mal rein, würde ich sagen. So, hier, das ist der Laden. All About Watches. Hallo. Hallo. Servus. Hi. Schön, euch zu sehen. Ja, gleichfalls. Ich sehe schon, ihr habt schon was Gutes, was sehr Schönes vorbereitet. Mal so eine kleine Auswahl. Gibt ja noch viel schöne Uhren, aber dass ihr mal was Besonderes seht, was sonst keiner hat. Die RM10 in Weißgold, die gab es in Titan und in Weißgold als, ja, als Nachfolger der RM5 quasi. Die kleine dann. Genau, die ist ein Stück kleiner. Eine sehr besondere Uhr sieht man einfach nicht so oft, vor allem auf dem europäischen Markt nicht. Also bei uns im Schaufenster merken, wie die Leute Selfies machen, weil es gibt in Frankfurt keinen, der Richard Mille hat. Ah ja, stimmt. Und deswegen machen viele Selfies bei uns. Okay. Ja, deswegen ist es schon gut. Ich habe auch noch nie einen in echt gesehen, also so nah. Vielleicht kurz eine Erklärung zu der Uhr. Gerne. Bei Richard Mille hast du immer einen Schnappverschluss unten an der Schließe. Okay. Ja, also du siehst es ja selber hier, wenn du hier mal guckst. Das ist echt schön gemacht, hört man auch gut. Ah. Ja. Und das ist der typische Richard Mille Schnappverschluss. Also versteckter Verschluss dann. Genau, du hast also Butterfly-Verschluss und es klappt halt schön. Das heißt, ohne großen Aufwand kannst du die Uhr mal anprobieren. Das ist schon eine Wucht. Auf jeden Fall. Die merkt man auch ganz schön am Arm. Ja, also schöne Uhr, muss ich sagen. Und irgendwie ein eigenes Style, ein eigenes Design. Ja. Sollte man mal in der Sammlung haben, eine tolle Uhr. Ja, absolut. Es ist halt leider so ein bisschen in Verruf gekommen, der ganzen Rapper wegen und weil es halt sehr auffällig ist. Mhm. Aber am Handgelenk? Besser als erwartet, ja. Ganz ehrlich. Ja? Ja. Ja. Kann man mit der auch dann Tennis und Golf spielen? Oder besser nicht? Den Rafael Nadal, der hat sie am Arm. Also müsste halten wahrscheinlich. Wenn der so trägt, der hat sogar noch eine skelettierte. Und du siehst ja schon am Werk her, dass es skelettiert ist. Ja. Wobei ich habe den Nadal mal in New York gesehen, hat sie mal in der Hand gehabt. Ich glaube, dass die nur 22 Gramm wiegt mit Schließe. Oder sogar noch weniger. Das ist total featherweight. Guck mal, auch hier. Und schon eine coole Uhr. Auf jeden Fall. Ist auch ein genialer Uhrmacher. Ja, ja, absolut. Die Story von dem ist einer von den Top 10 Uhrmachern. Und ich glaube auch jetzt, es gab ja so einen kleinen Preiseinbruch bei den meisten Luxusuhren. Ich glaube, Richard Mille ist gar nicht so stark davon betroffen. Wenig Stückzahlen, genau. Ja. Es gibt halt kaum eine. Finde eine zweite. Und das ist schon was Seltenes. Wo liegt die preislich? Die liegt bei 160.000 Euro. Ist der gleiche Preis wie so eine AP zum Beispiel. Ja. Die haben eine ganz andere Uhr, das ist jetzt eine Vintage, aber auch ein Klassiker, Royal Oak Style, Gerald Genter, jetzt gerade 50 Jahre. Ewiger Kalender. Ewiger Kalender, wobei viele sagen, zu statisch, weil hier fehlt eine Sekundenzeige, aber das macht es gerade aus. Ja, aber ich meine, da ist ja schon genug los auf dem Blatt. Also da noch ein Zeiger. Genau, das hatte ich schon damals so vom Style her gehabt. Böse Zungen behaupten, jedes Mal, wenn du die Uhr anguckst, passiert quasi nichts. Also es ist ja immer nur entweder der Minutenzeiger, der sich bewegt, oder der Stundenzeiger, und der Rest ist ja... Naja, einmal am Tag, einmal im Monat. Tut sich halt nichts. 39 mm. 39, original. Genauso groß wie eine Jumbo. Die heißt ja dann die Jumbo. Und die Jumbo ist die Größe, die auch hier die Royal Oak ewiger Kalender hat. Das haben die nicht verändert. Die haben nur die Bauhöhe etwas verändert, damit sie die Komplikationen da noch einbauen. Aber selbst die steht dir gut, obwohl sie 39 ist. Und die ist, ja. Eigentlich hatten wir bei 36 gesagt, so deine Marke, aber steht dir gut. Die sieht schon gut aus. Ich hatte noch nie eine Vollgolduhr am Handgelenk. Mit dem Mond drin, Sterne. Das ist schon eine sexy Uhr. Und schau dir mal die Bauhöhe an. Ich meine, das ist eine Automatik, muss man auch überlegen. Ja, und ein ewiger Kalender. Ewiger Kalender, ja, Bauhöhe. Und was haben wir jetzt hier? Baujahr 80. Guck dir das mal an. 79? Das ist wie flach die ist. 88 gab es die schon, also sagen wir so, auch schon wieder über 30 also, Jahre her. Also, ich muss leider sagen, sie passt perfekt. Ja. Da ist die Tür. Ja. Genau, geil. Also, aber steht dir gut. Ja. Also, auch in Gold. Wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Ja. Wir sind dein Partner. Ja. Ich meine, ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, aber also ich glaube, wenn ich das Geld hätte, würde ich die der Richard Mille bevorzugen. Ja. Wobei, wenn ich es richtig dicke hätte, einfach beide. Was tragt ihr denn eigentlich, wo wir gerade hier sind? Also ich trage hier
eine Cartier Tank Baskuland, Referenz ist 2390 mit Handaufzug. Und das Coole an der Uhr ist, die ist ähnlich wie die Reverso zum Flippen. War damals wie die Reverso für die Polospieler, damit das Glas nicht springt, wenn man den Poloball dagegen springt. Und kam tatsächlich auch nur kurz danach, glaube ich. Ist eine klassische Uhr. Hat halt diesen Party-Trick, dass du einfach immer das Gehäuse flippen kannst. Sieht man auch nicht so oft. Ich habe einen Kunden, der hat die Uhr gekauft, weil er gesagt hat, er kann die Uhr auch so folgendermaßen auf den Tisch stellen. Ja, genau. Zieh mal hoch. Und dann kann er die Uhr lesen. Ah, das heißt, ja. Der hat die Uhr auf den Nachttisch gelegt und dann guckt sie dich an. Also ist ähnlich wie eine Tischuhr. Ja. Das stimmt. Weißt du, was interessant ist? Aus welchem Jahr ist die? Die ist aus 2001. Wann siehst du sowas? Ja, nie. Relativ selten. Ganz selten, wirklich. Ist eine sehr schicke Uhr. Ja. Ich habe heute gesagt, ich trage mal grünes Shirt, habe ich auch eine grüne Uhr an. Also ich habe hier eine Day-Date mit grünem Blatt und fand die ganz gut, weil die aussieht wie die Stahl. Das sind 40 mm? Das sind 40 mm, ja. Geriffelte Lunette, Präsidentenband, wie du ja siehst. Präsidentenband deswegen, weil der erste amerikanische Präsident 73 eine geschenkt bekommen hat und das nennt man dann The President. Und ja, das ist mal eine schöne Uhr, Klassiker. Kannst du auch für jeden Tag im Motorrad fahren, Tennis spielen. Das ist eine gutmütige Uhr. Nicht so auffällig. Das grüne Blatt macht es aus, wenn der Sonne, sieht es schon gut aus. Und viele sprechen mich an und sagen, ey, tolles Blatt. Hier macht es das Blatt aus. Wie bei vielen auch. Wir haben, wenn wir Uhren sehen, ist ja immer so ein Thema. Manchmal hast du eine Uhr, die das tausendmal gibt, das Blatt. Wie hier zum Beispiel, kommen wir vielleicht zu der nächsten. Was ist hier das Besondere? Open Worked. Hier hast du halt ein besonderes Zifferblatt, wenn eigentlich gar keins. Die ist auch... Das ist Größe L, wenn ich mich nicht täusche. Das ist die große. Das ist die große aus der aktuellen Kollektion des Santos. Die, ja, kennt man ja mit blauem Blatt, also mit diesem dunkelblauen Blatt. Die gibt es auch nochmal in Roségold. Wir haben hier die eine alte Santos, eine ganz alte, von, ich glaube, 2000. 29 mm und das hier, die Large, ist dann schon, wie viel hat die? Bestimmt auf 39,8. Da kann man mal sehen, was du aus einem Modell machen kannst. Wenn du einen Klassiker gebaut hast, was ein Klassiker ist, was auch in 30, 40 Jahren, kannst du es größer, kleiner, in die Länge ziehen, Lederband dran machen, eine andere Lunette drauf, machst eine Roségold. AP Royal Oak macht es ja ähnlich mit ihrer Royal Oak. 42, 43, 45, 29, 28 mm, Stahl, Stahl, Gold, Lunette größer, ja. Funktion. Klassiker bauen. Und es funktioniert immer. Genau. Es ist trotzdem zeitlos, egal wie alt oder neu es ist. Ich finde die jetzt für mein Handgelenk ein bisschen zu groß. Mhm. Also schon ein gutes Stück. Weil finde ich auch zu groß. Ja, aber ich meine, wenn man größere Handgelenke hat, dann kann die schon echt gut aussehen. Jetzt haben wir Cartier, wir haben Audemars Piguet, wir haben Richard Mille. Ja. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen könnte, auch hier, die Datejust, jetzt halt in der diamantbesetzten Lunette und Indizes. Genau, also so die kleine Schwester zur Day-Date. Ihr könnt sehen, ich habe hier nur eine Datumsanzeige und keine Tagesanzeige. Jetzt siehst du hier, hier kommen wir ein bisschen kleiner. Ah, ja. Ja. Das ist viel. Jetzt ist das witzig gemacht, da hat sich ein Künstler, hat sich den Mickey Mouse drauf gemalt. Kommt übrigens ganz gut an immer. Ist auch süß. Finde ich eine goldische Uhr. Dieser Kontrast zwischen diesem seriösen Vintage Rolex genau. Und der schon eher... Du nimmst es ein bisschen auf die Schippe und sagst, hey, guck mal hier, ich habe auch was Cooles. Ja. Ist ja immer noch so ein bisschen umstritten, ob es nicht wirklich mal... Sowas von eine Rolex. Disney gab. Ja. Also ich würde nicht die Hand für ins Feuer legen, ob es wirklich mal von Rolex USA eine Disney gab oder nicht. Who knows, keiner weiß. Ja. Das ist genauso wie die Uhr, die angeblich die Royal Oak, die der Karl Lagerfeld hatte, der hat ja mal eine Royal Oak getragen in Schwarz, ist gerade versteigert worden. Weiß man auch so nie genau, aber ja, klar. Geschichten sind dazu, dass man sie erzählt. Ich habe auch schon mal eine Version gesehen, da waren die Zeiger die Hände der Mickey Mouse. Ja, das ist doch auch bei der Tolle Uhr. Genta. Ja, genau, das war ja richtig. Uhren, genau. Gerhard Genta. Wo kommt der her? Oder wo kam der her? Der war auch ein Schweizer. Der war Schweizer. Der war Designer. Der hat auch hier Royal Oak. Ja, aber der hat auch, also der hat die Royal Oak designt, die Nautilus, noch unzählige andere, aber hatte auch seine eigene Uhrenmarke in dem Sinne und halt eigene Uhren rausgebracht und da. Einer der größten Uhrendesigner. Auch heute noch. Die Bulgari zum Beispiel. Wir müssen auch noch bei Uhrenmarken immer für mehr Patek Philippe nennen. Richtig. Hier haben wir jetzt das kleine Modell, das ist die Aquanaut. Das ist jetzt eine Roségold mit braunem Blatt. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Und wie du auch hier erkennen kannst bei den Gerhard Genters, jetzt haben wir die beide mal davon, immer das Bullaugendesign. Ja, ja. Das spiegelt sich immer, die Lunette ist so Bullaugen. Und die Aquanaut, das ist eine Dual Time. Hier oder? Ist eine Aquanaut Dual Time in Roségold. Liegt auch bei 150.000 Euro nicht zu bekommen. Ja. Wenn du hier drauf drückst, hast du das auf dem Bild? Das jawohl, so siehst du das? Kannst du mal schnell die GMT wechseln. New York, Singapur, egal wo ich mich bewege. Ja. Frankfurt,
egal wo du bist, zack, zack, hast du die schnelle GMT. Also das ist so im Prinzip wie die Rolex GMT Master, nur halt als genau. Tech-Version und ein bisschen... Patek sagt da schon Komplikationen zu, Rolex sagt es mal mit links. Ja. Patek ist immer kompliziert, alles sehr teuer und sehr edel gemacht. Ja, hier in der Variante, die echt cool ist, viele Leute wollen gerne Gummiband tragen, finde ich auch mal gut, eine Uhr, die über 100.000 kostet am Gummiband. Mal was Besonderes. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Aqualaut am Stahl oder halt am Goldband, also am Metallband, finde ich nicht so schön wie die am Gummiband. Viele sagen es genauso, weil sie sagen, die Nautilus gibt es ja dann nur so, nimm ich mal eine Aqualaut, mach was anderes. Da hast du so beides, Sportuhr. Ja. Ja, also die finde ich super. Die ist mega schön, von der Größe. Und Tragekomfort ist halt toll. Ja, muss man toll. Ja. Merkst du jetzt schon? Das Gold, also das Roségold mit dem Braun, das ist auch eine super gute, dieses Schokoladen. Absolut. Ja, Schoko-Style, das Band dazu. Und lustigerweise, bei einer Stahluhr kann man ja meistens Glieder rausnehmen oder es ein bisschen verrutschen. Bei den Gummibändern, die müssen zugeschnitten werden auf die Größe. Das ist so ein bisschen das einzige Manko, das ich da hätte, aber ich meine, einmal zugeschnitten und das Ding... Wenn nicht, musst du es halt neu kaufen. Darfst du nicht mehr zunehmen, nicht mehr abnehmen, aber dann... Nein, das ist schon eine wunderschöne Uhr. Also da siehst, es gibt alle möglichen Facetten und Uhren ist nicht... Man kann eine Uhr nicht neu erfinden, aber du siehst, man kann sie doch anders erfinden. Und man trägt es als Schmuck heutzutage. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, du siehst, du trägst eine, sagst du, oh, heute trage ich eine... Ich habe ein grünes Hemd an, mal ein grünes Ziffernblatt. Ja. Was ziehe ich? Eine Lederbanduhr an. Auch eine Handaufzug kann total Spaß machen, weil du musst dich mit einer Uhr beschäftigen. Du musst sie morgens aufziehen. Ja. Eine Quarzuhr läuft immer super. Da kannst du drauf verlassen, dass da nichts ist. Die wird auch nur zum Batteriewechsel hergegeben. Also alles hat so seine Daseinsberechtigung. Deswegen ist es immer schön, dass es so viele Facetten gibt. Wir haben ja nur mal einen kleinen Bereich, aber ihr seht, Basculante bis hin zu Tank, Amerikaner, Richard Mille. Und da gibt es noch 1000 Varianten. Aber das ist doch das finde ich auch das Schöne an Vintage-Uhren. Also natürlich, moderne Uhren sind schön, aber was ins Alter geht, die ganzen Vintage-Uhren, da gibt es so super krasse Ausführungen, so einzigartige Designs ja eigentlich. Mhm. Und das ist schon immer schön zu sehen. Und natürlich auch interessanter als nur die neuen Modelle, die man überall sieht. Also manchmal brauchst du 5 Jahre dafür. Ja, klar. Du guckst dir das erste Mal an und sagst dir, gefällt mir nicht. Und dann siehst du es beim Kumpel oder siehst du es irgendwann einer Frau, bei einer hübschen Frau und sagst dir, jetzt gefällt mir die Uhr. Ja. Ich habe die gesehen. Schatz, ich kaufe dir das Ding. Ja. Und dann guckst du, gehst in den Laden, gibt's nicht mehr, weil kein Erfolg gehabt. Aber jetzt auf einmal kommt es. Deswegen ist es manchmal so, dass du die Reedition, Dinge stellen sich eigentlich heraus zum Klassiker erst in der nächsten Generation. Bulgari ist jetzt rausgekommen, alle sagen erstmal um Gottes Willen, warte mal ab. Das wirst du in ein paar Jahren merken, ob es dann ein Klassiker wird oder nicht. Aber solche Uhren müssen eigentlich getragen werden. Wo du jetzt gerade von Investitionen sprichst, glaube ich, ein ganz interessantes Thema. Also weil im Moment erleben, also es war ja dieser super brutale Uhrenhype, also irgendwie so die letzten 1-2 Jahre. Also ist ja seit Corona noch deutlich mehr, aber ist davor schon angelaufen. Also es ist ja explodiert, also wirklich pervers. Ja. Jetzt flacht das alles so ein bisschen ab. Die Blase ist so nicht geplatzt, aber so ein bisschen Luft rausgelassen. Mhm. Wie steht ihr dazu? Wie seht ihr das in Zukunft? Geht es wieder hoch? Bleibt es? Ist es ein volatiler Markt? Wir können alle nicht in die Glaskugel schauen. Nee, klar. Aber, also das sowieso nicht. Aber ich denke, dass sich manche Modelle, also viele ganz seltene Uhren, also zurzeit stehen ja die sehr teuren Uhren, würde ich sagen, am meisten. Und alles so ab 50.000, 60.000, da wird es zurzeit relativ wenig gekauft im Vergleich zu den letzten 2 Jahren. Aber ich würde sagen, dass manche Uhren einfach, hier solche ewigen Kalender von AP zum Beispiel, die haben einfach so einen Seltenheitswert und so ein, also genau die Uhr wirst du einfach nicht nochmal finden. Oder die wird beziehungsweise nicht mal noch neu aufgelegt. Natürlich gibt es heute immer noch ewige Kalender von AP, aber den Charme, auch die Größe etc. Und ich glaube, dass sowas schon seinen Wert irgendwo halten wird und kann auch sein, dass sowas nochmal hochgeht. Aber ich denke auch, dass da viel im Vintage-Bereich nochmal Potenzial hat und eher so das Thema Stahlsportmodelle von Rolex sich vielleicht ein bisschen absetzt und zum Beispiel eine Daytona, die mal bei 50.000 Euro lag, die aktuell mit Keramikminette. Ich glaube, die Leute haben halt einfach begriffen, dass der Kunde begriffen hat, dass die Uhr das Geld eigentlich nicht wert ist. Ja. Und also ich würde es vielleicht so sagen, dass du, die Investoren sind ein bisschen shaky, die müssen jetzt natürlich abliefern, weil die sagen, wir haben 8% Rendite versprochen. Das war mit Uhren leicht zu machen, wenn du gewusst hast, welche Marken du kaufst. Du konntest früher sogar den Markt ein bisschen beeinflussen, indem du die Preise einfach angesetzt hast, weil es so wenig gab. Heute solltest du eine Uhr aussuchen, die du auf jeden Fall magst, egal ob das ein Modell ist, was beliebt ist oder nicht. Wenn du eine Uhr magst, ist sie für dich was Besonderes wert. Mhm.
Danach solltest du überlegen, wie viel Geld du ausgeben willst für eine Uhr. Und dann kommt die Sache, was ist ein gutes Investment? Das sollte eigentlich hinten dran gestellt werden, eine Uhr. Weil wenn ich eine Uhr kaufe als Investment, dann sind es ganz andere Uhren, die du vielleicht magst. Und das sollte man so ein bisschen abwägen. Was passiert mit den Marken? Jetzt guck mal, sowas, wie der Louis schon gesagt hat, sowas wird nicht mehr gebaut. Gehe ich aber jetzt in den Markt rein und kaufe mir eine Uhr, die aktuell noch produziert werden kann, haben wir natürlich eine Gefahr, dass die auf die Produktion drücken und dann gibt es mal wieder welche. Mhm. Deswegen bin ich immer vorsichtig bei Uhren, die es noch aktuell in der Produktion gibt und die Preise gehypt sind. Hier wissen wir selber, dass keine Produktion mehr stattfindet oder gibt es kaum was. Wenn Patek hier loslegt und sagt, wir machen nochmal 2000 Uhren, dann sind die dann auch im Markt drin und die werden den Marktpreis verändern. Hier gibt es keine mehr. Muss man halt mal schauen. Also deswegen ist es immer so eine Abwägung. Das ist zwei verschiedene Paar Schuhe, aber auf jeden Fall interessant. Ich empfehle, kauf dir eine Uhr, die dir gefällt. Wichtig ist, dass du dein Budget vorher abklärst, so ein bisschen, dass du sagst, was will ich denn ausgeben, und frag einen Uhrenhändler deines Vertrauens. Dafür sind wir eigentlich auch da, dass egal wer das ist, in jeder Stadt gibt es Leute wie wir, wo du sagst, ich kann mit denen mal reden, gib mir mal einen Tipp dazu. Dass ich mal sage, was passt denn zu mir? Guck mal hier, ich ziehe eine Uhr an und dann muss ich die gar nicht verkaufen, weil ich sehe, die passt dir nicht, wir nehmen eine andere. Aber wir wissen schon mal, dass es die nicht ist. Ja, absolut. Und das ist ein Riesenvorteil. Das ist ja auch das Schöne, ich glaube, das ist jetzt halt auch in den letzten Jahren verloren gegangen, dieser Spaß an den Uhren, das ist ja wie mit Sneakern oder eigentlich allen oder Autos. Gekauft, weggestellt und einfach im Tresor liegen lassen. Und so soll es ja eigentlich nicht sein, also so war es ja auch die letzten 10 Jahre nicht zwingend. Ja. Sondern da hat man sich gekauft, was man wollte, und dann war es egal, ob jetzt der Preis um 5000 fällt oder steigt, weil die Uhr bleibt am Handgelenk. Wenn du eine Uhr kaufst, du brauchst sie nicht zum Uhrzeit ablesen, das wissen wir alle. Das geht alles viel elektronischer, viel schneller. Ja, absolut. Es ist ein Style-Produkt, es ist ein auf jeden Fall, ich sag mal, du kannst dich damit auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, zeigen, wer du bist. Ja, 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 man erkennt dich damit. Und es ist ein Eisbrecher, wenn man denn andere Uhrenfanatiker, Uhrenliebhaber, was auch immer es ist. Dazu empfehle ich, zieh 2 Uhren an, rechts und links eine, und jeder würde dich ansprechen. Also wenn du davon 2 Bäcker an hast, einmal so, einmal so. Beim Bäcker stehst, fragen nämlich die Leute, sagen, warum haben sie 2 Uhren an? So ein bisschen im Gespräch. Hast du also, mal 2 Uhren? Ja, immer mal 2 an. Ah, ja. Frage ich immer mal. Jetzt heute könnte ich natürlich 2 tragen, aber das ist mein Tipp. Zieht mal 2 Uhren an. Und schon seid ihr im Gespräch und ihr werdet Leute kennenlernen, die ihr sonst nie kennengelernt habt. Aber das ist ein Tipp von mir. Tragt sie ruhig mal aus. Und für mich ist es wichtig, tragt die Uhren. Ja, super. Tragt sie, zieht die an. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass du dich mit der Uhr identifizierst. Ja? Das war's, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit bei diesem Video. Ich hoffe, es war auch interessant und vielleicht auch ein bisschen lehrreich. Wollt ihr das öfter sehen? Wir können auch gerne uns andere besondere Uhren hier anschauen, auch in anderen Geschäften. Also lasst es mich in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.